Jetzt muss ich die ja bestimmt jetzt nicht noch farblich sortieren, oder? Na, das ist doch Quatsch. Okay, ich check jetzt erstmal aus, was hier abgeht. Ich hab's gelöst, es öffnet sich nicht. Normalerweise muss man auf den Safe klicken, damit man es löst. Oh Mann. Kann doch jetzt nicht darin ernst sein. Oh lol, es bleibt sogar so. Was? Was? Das sah so aus, als hätte man auf Lösen gedrückt. Ja! Das genau so sah es aus! Was war das denn? Ich habe nicht auf Lösen gedrückt. Ich habe auf einen Stein geklickt und wollte den wieder rausnehmen. Und auf einmal hat es sich einfach selber gelöst. Es hat sich einfach, das, was ich in der, was ich oben gesetzt habe, hat sich nach unten gesetzt. Und was ich nach unten gesetzt habe, hat sich oben gesetzt. Und war so. Bin raus. Ich bin raus, bin doch froh, dass es vorbei ist. Was ist hier los? Was fehlt hier? Was stand da gerade? Es scheint, als müsste dieser Schalter in einer bestimmten Art anordnen, um die... Ich kann die Schalter aber nicht bewegen. Okay, das ignorieren wir mal. Oh, das ist erst der zweite von drei Schlüsseln. Oh, ihr verarscht mich doch. Na gut. Ich kann die Entlüftung nicht erreichen. Ja, ja, okay. Da muss wohl der Film rein, immerhin etwas. Top-Animation. Considered it my duty as a security guard to inform the bank director that Professor Gustav was the one who robbed the bank, but he tried to convince me that I must have made a mistake. There's something very fishy going on around here. Why would the director cover for a criminal? Ade, grüß dich. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Der Film hat sich verheddert und ich kann ihn nicht entwirren, aber ein Stück von diesem Film könnte hilfreich sein. Okay. Film. Questerium spielen wir, Eve. Questerium. Sinister Trinity. HD. Wir befinden uns wahrscheinlich jetzt bei so drei Vierteln des Spiels, würde ich mal tippen. Hier ist genug Platz, um eine Leiter hinzustellen. Wo soll ich denn jetzt eine Leiter hernehmen? Und was machen wir mit Filmschnipseln? Hm.
Okay, wir haben nur Filmschnipsel. Was machen wir mit Filmschnipsel? Wo müssen wir irgendwelche Filmschnipsel einsetzen? Boah, ist das heftig schwer, das Spiel, ey. So langsam, aber sicher, muss ich sagen. Es nimmt schon Ausmaße an, wo mir leid steht. Warte, weil in der Bank ist doch bestimmt auch nochmal irgendwo Geld. In irgendeinem verkackten Fach, oder? Warte mal, ich klicke mal wie wild alle Fächer an. Hier ist bestimmt irgendwo nochmal Geld. Die verarschen mich doch eh von hinten und vorn. Nicht hier irgendwie... Nein. Nein. Muss ich hier bestimmt nochmal was machen. So, hier hatten wir einen Schlüssel gebraucht. Wieso brauchen wir denn einfach nur noch überall Schlüssel, Mann? Was hatten wir hier gesucht? Schwertsymbol. Okay. Hier werden wir wohl auch keine Filmschnipsel tun. Filmschnipsel. Ich glaube, so weit geht's nicht mehr zurück, ne? Ich glaube, hier ist alles gar nichts mehr. Das heißt, das, was wir... Also ich glaube, wir befinden uns wirklich jetzt für den Rest des Spiels nur noch hier. So, das ist schwer genug, oder? Okay. Ah, das war ja da unten. Fotostudio ist abgeschlossen, der Bereich müsste auch durch sein. Das heißt, es kann eigentlich nur noch hier bei der Bank. Oh, kann ich hier vielleicht. Nein, warum sollte das auch gehen? Das ersetzt ja keine Wählscheibe. Hier brauchten wir auch einen Griff. Was hat's mit den Rotorblättern auf sich? Nein. Alter Verwalter. Warte mal, wir haben doch gerade in der Zwischensequenz irgendwas mit einem Koffer gesehen. War das das hier? Ah. Ah. Der Koffer, Bankschlüssel Nummer 1 und ein Banksymbol. Okay, ich hoffe, das Banksymbol reicht. Banksymbol. Da ist die Nachtigall und die Schwertmünze. Zugleich Bankschlüssel Nummer 1. Okay, 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 okay. Damit kann ich arbeiten. Nachtigall wird hier eingesetzt. Damit kriegen wir eine Kette. Ich wette, die ist das Gewicht unten in der U-Bahn. Ordne die Münzen so an, dass sie mit den Symbolen daneben übereinstimmen. Was? Okay, der muss schon mal dahin. Der hat nämlich eine Axt. Der gehört dahin. Wo wir wieder bei so dummen Schieberätseln wären. Okay. Wird denn nachher noch was gespielt? Hast du mal auf dem Dacho geguckt? Danach wird überhaupt nichts mehr gespielt. Okay, ich glaube, die Axt muss erstmal hier nach unten. Dann kommt der da rüber. Der hoch. So. Dann kommt der darüber. Und das müsste es doch schon gewesen sein, oder? Boah, bin ich gut. Das war gut. Oh, wenn man will. Pokal, Spiel durch Schild, Zauberwürfel, Perle, Masken 4, Fisch, Wellscheibe, Pegasus, Tablett, Anker, Kalender. Gibt's ruckzuck eigentlich überhaupt noch? Okay, Zauberwürfel. Sowas findet man bestimmt easy. So, hätten wir.
Das ist dann wohl die Spieluhr. Anker. Klar, soweit. Pokal. Fisch. Beim Pegasus fehlt der Flügel. Einen hätte ich schon mal. Der zweite ist... Wer weiß, wo der ist. Kalender. Perle und Masken. Masken haben wir eine, zwei... Das ist ein Schwert. Was machen wir mit dem Schwert? Kommt zum Schild wahrscheinlich, ne? Ah, brauchen wir auch zwei. Habe ich aber. Cool. Das hier ist eine Pinzette. Da holen wir die Perle raus. Es war gerade zwar geraten, aber es war richtig. Pegasus ist ebenfalls... Oh, wir kriegen jetzt gleich die Wählscheibe. Alles klar. Ja, ja, wir kriegen jetzt gleich die Wählscheibe. So, ich muss sagen, ich glaube und behaupte einfach mal, dass ich dieses eine Wimmelbildspiel jetzt recht schnell gelöst habe. So, Wählscheibe. War jetzt relativ klar. Durch das Wimmelbildspiel. Wen rufen wir jetzt an? Ich brauche eine Telefonnummer. Ach, fuck my life. Okay, macht nichts. Ich weiß, wo wir noch hingehen können, nämlich in die U-Bahn, weil wir jetzt dieses schwere Ding hier hinlegen. Was? Das ist nicht Rätsels Lösung? Die Kette ist also nicht schwer genug. Okay. Setzen wir die dann hier oben ein? Oh. RIP! Da ist die Telefonnummer. Das ist nicht die Telefonnummer? Was? Oh, scheiße. Was stand da dran? Aber da stand 169 drauf. Scheiße. Okay, da geht's nicht mehr rein. Die Entlüftung können wir ja auch nicht erreichen. Eine Leiter wollte er noch aufstellen. Was brauchen wir denn jetzt? Eine Skizze? Ein Bankier, der einen Räuber verteidigt, macht klar gemeinsame Sache mit ihm. Herr Bird muss sich einen guten Profit aus der Sache erhofft haben, denn er war sogar bereit, dieses Projekt auf diese illegale Art weiterzufinanzieren. Passt hier definitiv nicht. Ärgert mich immer noch, dass ich hier nichts machen kann. Also da müssen wir eine Leiter hinstellen. Wie auch immer wir jetzt an eine Leiter kommen. Denk an die Zitrone. Wozu? Die Zitrone hat den Rost beseitigt. Die Zitrone ist raus. Also ich würde jetzt einmal behaupten, wir befinden uns tatsächlich nur noch bei der Bank. Okay, klar, hier geht's auch einmal runter. Aber hier war nichts mehr, außer hier natürlich der Schlüssel. Moment mal. Naja, okay. Schlüssel mit Kennung und hier brauchen wir nochmal ein Gewicht. Okay, so weit, so gut. Banksafe. Ja, es war ein Telefon auf der Skizze. Das ist ja auch das, was ich meinte. Hä?
Es ist nicht so, als hätte ich das direkt zuerst gemacht und danach nochmal und erst beim dritten Mal hat es geklappt. Schlüssel mit Anhänger, okay. Warte mal, dieses Atomzeichen habe ich schon mal irgendwo gesehen. Dieses Atomzeichen habe ich schon mal irgendwo gesehen. Okay, das ist jetzt endlich mal dieser Schlüssel hier. Eine Bowlingkugel? Gewicht, 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 Gewicht. Yes. Auweia. Das erinnert mich gerade an Hugo. Oh, nicht schon wieder so ein Scheiß. Eine Schaufel. Ich muss herausfinden, wie man das Tor öffnet. Hier liegt Bahnschalter öffnen. Ich kann den Kiel nicht herausholen ohne das richtige Werkzeug. Schaufel? Krähe. Wir haben eine Leiter, damit können wir arbeiten. Der Zaun steht unter Hochspannung. Okay, mit der Leiter können wir arbeiten. Bank. Da werden wir wohl unsere Allzweckwaffe nutzen. Wer braucht eine ungeladene Waffe? Ach, du machst ja wohl jetzt Witze. Aber das ist das nächste Achievement. Das mit der Waffe, daran erinnere ich mich. Ja. You need to turn off the electricity with a shot from the revolver. Okay. Wo nehmen wir jetzt eine fucking Kugel her? Wahrscheinlich aus diesem Ding hier. Was war jetzt nochmal mit dem Atomschlüssel? Wo hatte ich nochmal den Atomschlüssel gesehen? Warte mal, Schlüssel, Atom, Atomanzug. There we go. Und da finden wir Samen und eine Magnetkarte. Alter, wofür brauchen wir denn jetzt einen Samen? Und wofür eine Magnetkarte? Wieder zwei Dinge, die mir absolut keinen Sinn ergeben. Also das müssen wir offensichtlich erschießen. Wie wir jetzt aus Versehen herausgefunden haben. Samen. Also gibt es hier irgendwo Erde, wo wir das jetzt pflanzen? Mit der Schaufel? Das klingt aber total bescheuert. Oh, warte mal. Zählt das hier als Erde? Ich kann das immer noch nicht auf... Warte mal, vielleicht damit? Nein. Ich dachte, das hier wäre Erde und da muss ich es jetzt am pflanzen, weil da auch noch Wasser ist, zufälligerweise. Wäre zwar weird, aber hätte ja sein können. Gibt es jetzt hier noch was in dem Raum? Ja, hier mit. Vielleicht hier der Samen rein? Ah, hier die Schaufel wahrscheinlich. Aha. Ja, genau, Kid. An genau sowas habe ich gedacht. Oh, Bullet! Und ein Schürhaken. Jetzt kommen wir... Jetzt wird's interessant. Der Toni, vielen Dank für den Host. Okay, pass auf. Pistole. Patrone. Revolver nehmen. Wir gehen direkt zum Labor. Schießen die Scheiße ab. Einfach nur, weil wir es wissen. Da wäre ich, by the way, im Leben nicht drauf gekommen, dass wir das abschießen. Scharfschütze. Ich wäre im Leben nicht drauf gekommen. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, dass ich die Scheiße abschießen muss.
So, kaufen Sie immer noch Energiesparlampen? Achten Sie auch noch jeden Tag auf Ihren Stromverbrauch? Versuchen Sie auch noch überall ein wenig Energie zu sparen? Jetzt können Sie all das dank Professor Gustavs neuer Maschine getrost vergessen. Von diesem Augenblick an wird sie unsere neue städtische Energiegesellschaft mit so viel Strom versorgen, wie Sie wollen. Und alles ganz umsonst, es lebe die Freiheit und unsere neue Elektrizitätsmaschine. Wisst ihr Bescheid? So, Wimmelbild. Kamm, Schädel, Karte, Schutzmaske, Apfel, Federn, 3, Schal, Ventilator, Hammer, Megafon, Draht, Schaufel. Okay. Dann haben wir wohl mal einen Apfel. Ein Ventilator, den muss ich bestimmt noch bauen, oder? Okay, never mind, hab ihn. Karte haben wir. Wer braucht eine Schaufel ohne Griff? Richtig niemand. Das sagst du jetzt. Und am Ende kann man das trotzdem gut gebrauchen. Aber gut, ich beschwere mich jetzt mal nicht. Rad ist klar. Der Kamm liegt wahrscheinlich hier. Ich kann sie nicht aufziehen, ich muss das Draht entfernen. Okay, dann brauchen wir also eine Schere. Oder sowas hier. Das ist dann die Schutzmaske. Schal. Ja, also ich glaube, wir sind auch leicht drüber. Aber ich denke mal, also die Leute haben gesagt, das Spiel dauert durchschnittlich 5 Stunden. Die haben es aber safe nicht auf Profi gespielt. Da wette ich aber was. Nicht auf Profi und nicht ohne Lösung. Kannst du mir nicht erzählen. Und haben die alle auf normal gespielt, dann mag das vielleicht 5 Stunden dauern, ja. 3 Federn. 3 Federn. Reden wir von den Federn? Ne, wir reden schon von richtigen Federn, oder? I've got balls of steel. Herr Vollenzu ist zurück, dass ich das noch erleben darf. Kappa, da macht er die 3 Jahre einfach so nebenbei mal voll. Und sagt Hallo. Danke Vollenzu für 3 Jahre Support, mein Lieber. Ich hoffe, es geht dir gut. In deiner schönen freien Zeit. Okay, wir haben 2 Federn. Die sind okay. Leicht, sag ich mal. Der Schädel fehlt mir noch. Das ist allerdings relativ leicht, wenn man sich mal drauf konzentriert. Und das Megafon finden wir. Da. Dir geht's gut, das freut mich. Wir haben jetzt einen Hammer. Damit schlagen wir das Ding hier weg. Und dann müssen wir den Bahnschalter öffnen mit dem Schürhaken. Es scheint, dass die Strahlung des Meteoriten all diese Probleme verursacht. Ja, okay, soweit so gut. Wenn ich den Ballon jetzt entferne, würde er sich entleeren. Wollen wir das, dass er sich entleert? Wollen wir, dass er sich entleert? Nee, ne? Oder doch? Aber das Messer funktioniert hier nicht.